geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video direkt aus, ihr habt es vielleicht schon am Berg erkannt, Leogang. Heute sind wir nach, ja, ich bin jetzt Oktober letztes Jahr war ich hier. Da hatte nur bis zur Mittelstation alles auf und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich mich heute hier schlagen werde. Ich muss sagen, die Müdigkeit steckt so langsam ein bisschen in den Knochen. Deswegen beschränken wir uns heute nur auf blau und rote Strecken. Und die schwarzen hier in Leogang sind halt auch richtig, richtig schwarz. Die möchte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht antun. Deswegen einfach heute ein bisschen easy peasy machen hier, ganz locker. Und ja, ich bin gespannt. Bis gleich am Lift. So Leute, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, ganz kurz aus Deutschland direkt. Denn Blinkist hat sich bei mir gemeldet. Blinkist ist eine App, wo ihr über 5000 verschiedene Sachbücher innerhalb 15 Minuten kurz zusammengefasst bekommt, um zum Beispiel euch weiterzubilden an eurer Persönlichkeitsentwicklung und Co. zu arbeiten. Das Ganze ist super easy in eine App verpackt und macht wirklich Bock. Ich kann euch sagen, ich fahre ja oft kurze Strecken und fahre hierhin und dorthin oder auch in den Bikepark. Und da lohnt es sich einfach, sowas zu haben, um einfach mal ja, kurz und knapp was dazuzulernen, sich kurz was anzuhören. Und ich feiere das sehr. Und vor allem auch für längere Strecken kann man sich dort super gut Hörbücher einfach mal ja, Probe hören sozusagen. Das heißt, ihr hört mal rein, 15 Minuten zusammengefasst. Wenn euch das gut gefällt, dann könnt ihr schauen, ob ihr euch vielleicht nicht das Buch dann richtig gönnt. Und das kriegt ihr zum Beispiel auch bei Blinkist dann vergünstigt. Mit dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 7 Tage ein Probeabo und 25% auf das Premium-Jahresabo. Also wenn ihr Bock habt, das Ganze abzuchecken, unten ist der Link in der Videobeschreibung. Ich kann euch sagen, es macht super Spaß, auch auf kurzen Wegen einfach mal 15 Minuten sich sowas Interessantes reinzuziehen. Und ich feiere schon immer solche Hörbücher und Podcasts und manchmal sind die Hörbücher ja wirklich echt lang und da ist es ziemlich, ziemlich cool, wenn man wenig Zeit hat, dass man sich einfach so eine Zusammenfassung reinziehen kann. Und ich habe jetzt schon das ein oder andere Buch, zum Beispiel Die Geheimnisse der Schildkröte, für mich entdeckt. Und das Buch werde ich mir auf jeden Fall richtig gönnen. Also schaut es euch mal an und viel Spaß beim weiteren Video. Auf jeden Fall ganz anders. Ihr wisst ja, letztes Jahr war es so, dass Leogang mir eine Heidenangst eingejagt hat. Und auch dieses Jahr steckte das mir irgendwie immer noch in den Knochen. Klar bin ich besser gefahren als letztes Jahr hier, aber ich muss sagen, die Stimmung im Bikepark Leogang war für mich irgendwie so ein bisschen komisch. Und ehrlich gesagt, Saalbach war für mich so wie ein komplett neues Terrain, wo ich irgendwie so neu anfangen konnte. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Vielleicht kennt ihr das ja irgendwie. Aber hier in Leogang fand ich das schon nochmal eine ganz andere Nummer und das war alles gar nicht mal so einfach für mich. Alles komplett neu. Auch anders. Habe ich alles anders in Erinnerung hier. Das ist auch
Seite. Krass. Als wir dann die erste Abfahrt Hangman 2 hinter uns gebracht haben, haben wir uns dazu entschieden, nochmal hoch den Lift zu nehmen. Denn ich wollte unbedingt nochmal Flying Gangster fahren und ich wollte auch unbedingt mal Lines fahren, die ich letztes Jahr gar nicht fahren konnte, weil ja nun mal das Ganze nur bis zur Mittelstation lief. Und da war ich schon wirklich, wirklich gespannt drauf. Ja, weil die Steinbeck Line in meinem Song ist, müssen wir die halt fahren, ne? Steinbeck Line bei Fox. Short, stun it, Mountainbike Lane von Ford, stoked, Steinberg Line bei Fox, go, Trailberg auf like wo, stop, 5 in der Früh stehe auf, fuck, no sleep auf der Strecke, denk an Lift, pass, Parts sind teuer, brauch ein Nachlass, put the money in my bike, du in du, Glas, alle sind am crashen, Klicks gehen nach oben, Knochen crashen. Also Leute, die Steinbeck Line ist eine blaue Line hier in Bikepark Leogang, die für Anfänger geeignet ist. Und ja, sie ist tatsächlich für Anfänger ziemlich gut geeignet. Allerdings braucht man wirklich ewig bis ins Tal. Das heißt, wenn sich einmal ein Anfänger auf diese Line hier verirrt hat, dann ist er auch echt lange hier beschäftigt. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend, hier runter zu radeln. Aber an sich ist es schon eine coole Line. Es ist flowig, es gibt so ein paar Möglichkeiten, so ein bisschen zu jumpen, aber für meinen Geschmack tatsächlich irgendwie zu lang, diese Abfahrt. Adi, halt doch mal an, ey. Die Steinbeck Line endet unten sozusagen wieder auf dem Übergang zum Hangman, die wir schon ganz am Anfang gefahren sind. Also rollt man nochmal ein kleines Transferstück runter und macht auf dem Hangman weiter. Allerdings stand noch Flying Gangster auf dem Programm, wo ich wirklich extrem viel Respekt vorgehabt habe. Weil letztes Jahr ging da wirklich überhaupt gar nichts und ich habe mich auch ehrlich gesagt wirklich überfordert gefühlt auf diesem Trail. Allerdings ist es dieses Jahr alles so ein bisschen anders, weil ich mich schon viel, viel sicherer fühle und die Sachen einschätzen kann und mich auch ein bisschen an Speed gewöhnt habe. Allerdings, Leute, ich sage euch eine Sache, zum Thema Speed ist Leogang eine ganz andere Nummer. Oh.
Leogang hat allerdings irgendwie, zu meinem Gefühl zumindest, die Tables so ein bisschen entschärft. Ich hatte das Gefühl, dass die letztes Jahr alle übertrieben gekickt haben. Und das ist irgendwie dieses Jahr nicht so gewesen. Es kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen an mir jetzt liegt, dass ich das nicht mehr so schlimm empfinde. Allerdings letztes Jahr habe ich mich da ziemlich mit angestellt. Und dieses Jahr lief das Ganze schon besser. Auch wenn ich nur vielleicht ein, zwei der ganzen Sprünge in die Landung gesprungen bin. Yes. Ein Sprung mal gepackt hier. Da kann ich alles schaffen eigentlich. Aber man muss diesen Speed zulassen, ey. Alles gut. Erstmal orientieren. Diese Abfahrt hat mich auf jeden Fall eine Sache gelehrt. Ich muss mich trauen, wirklich den Speed zuzulassen und auch das Selbstbewusstsein haben, mich auf meine Fähigkeiten zu vertrauen. Denn es gibt hier einige Sprünge, die ich mit Sicherheit hätte schaffen können, hätte ich einfach den Speed zugelassen. Denn die ganzen Dinger hier haben nicht mehr so schlimm gekickt und ich hätte sie mit Sicherheit irgendwie fahren können. Allerdings war mir das Ganze hier nicht geheuer. Diese Sprünge sind wirklich riesig, auch wenn sie auf der GoPro mal wieder nicht so aussehen. Und dazu kam, dass das auch noch echt windig gewesen ist am Ende, was mir dann noch mehr Sorge gemacht hat. Und deswegen bin ich wirklich das letzte Stück ziemlich, ziemlich vorsichtig gefahren. Aber ich werde auf jeden Fall wiederkommen und Leogang und Flying Gangster und vor allem auch Hotshots muss die nächsten Jahre bei mir auf die To-Do-Liste. Schade. Ich glaube, den Wallride könnte ich fahren. Aber besonders auf dem letzten Stück der Line merkt man wirklich, wofür das Ganze eigentlich gebaut ist. Nämlich, um wirklich schnell zu fahren. Was ich allerdings hier am Ende wirklich nicht mehr geschafft habe. Im unteren Teil des Bikeparks muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Irgendwie kreuzen sich hier echt viele Lines und wir sind auch nicht die einzigen gewesen, die irgendwie so ein bisschen lost gewesen sind. Zum Ende des Tages stand dann noch Hangman 1 auf dem Programm, die ich mir unbedingt mal ganz entspannt anschauen wollte. Richtig verkackt hier. Ich hab richtig verkackt. Ja,
Ja, die muss man irgendwie kennen, ne? Auch wenn die Hangman 1 eine rote Leine ist, darf man die auf keinen Fall unterschätzen. Die Dinge sind hier nicht wirklich einsichtig und er hat mich so ein bisschen an die Downhill-Leinen Willingen erinnert, die man sich wirklich Stück für Stück erstmal erarbeiten und anschauen muss, bevor man da irgendwie blind drauf losrollt. Guck mal. Ja. Ja, sind schon größere Stufen. Es geht aber. Also ich muss sagen, heute killt uns Hangman 2 so ein bisschen, Hangman 1 hier so ein bisschen. Da sind wir ein paar Stellen drauf. Wir nehmen einem den Flow. Ich habe mir jetzt hier, boah, weiß ich nicht, 15 Minuten diesen Kack-Drop angeschaut. Und ich wäre irgendwann den ganzen Tag sauer auf mich, wenn ich den jetzt nicht fahre. Deswegen fahren wir jetzt zumindest diesen Drop. Er hat, glaube ich, den perfekten Schnitt. Nicht zu schnell sein. Wie schon eben gesagt, diesen Drop habe ich mir wirklich bestimmt 15 bis 20 Minuten lang angeguckt, weil irgendwie war die Stimmung ein bisschen hinüber und vielleicht hatten wir auch ein paar Tage zu viel Biken schon in den Knochen und die Kräfte sind so langsam geschwunden. Allerdings wollte ich so gerne diese Line zu Ende fahren und dann stand ich vor diesem Drop und die wurzelige Anfahrt und die steinige Landung hat mir Sorgen gemacht, obwohl die Höhe für mich eigentlich gar kein Problem gewesen ist, auch wenn danach direkt eine Kurve kam, aber all diese Sachen kann ich ja mittlerweile und habe ich alles gelernt und ich weiß, wie ich die Sachen einzuschätzen habe und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann diesen Drop zu fahren und das war wirklich wie immer eine Mental-Challenge. Ihr wisst ja Bescheid, Drops sind nicht so meine Stärke und deswegen war es für mich umso ein größeres Erfolgserlebnis, das Ding hier selber mir anzugucken, selber einzuschätzen, wie das Ganze ausgeht und dann einfach drüber zu fahren. Und hier kann ich nur einmal einfach nochmal sagen, danke Thomas. Du hast mir das beigebracht, wie das Ganze so funktioniert und wie ich an die Sachen rangehen kann. Und dann fahre ich die Sachen auch wirklich mit einem sicheren Gefühl und habe einfach viel, viel mehr Spaß auf dem Bike. Also Leute, macht euch gefasst auf die nächsten Termine vom Thomas und sichert euch auf jeden Fall einen Platz. Ich kann euch nur ans Herz legen. Wir sind allerdings dann auf die Steinbergline gewechselt, weil wir uns das Ganze nicht mehr weiter antun wollten. Auch wenn ich unglaublich gerne diese Line bis zum Schluss gefahren bin, habe ich dann einfach für uns die Vernunftentscheidung getroffen und wir sind die Steinbergline inklusive Hangman 2 ins Tal gerollt. So Leute, zurück im Hotel und richtig geschafft. Also kurzes Feedback zum Bikepark Leogang. Wir haben ein 4-Stunden-Ticket geholt und hätten noch zweimal mit der Joker-Card gekonnt, aber wir waren einfach platt. Hangman 1 hat mir echt nochmal so meine Schwächen irgendwo aufgezeigt, so Linienwahl und solche Geschichten. Dann
beim Drop da zum Beispiel musste ich mich mega überwinden, obwohl ich wusste, ich konnte das. Und bin dann echt noch mal hochgeschoben und habe den gemacht. Aber dann haben wir die Hangman auch abgebrochen, weil ja, ging einfach. Da war irgendwie so der Flow weg und man hatte gar kein Selbstbewusstsein mehr. Und dann, ja, dann Flying Gangster, die Tables riesig. Ich muss dringend dran arbeiten, so an solchen Tables mir selbstbewusst drauf zuzufahren, die mit Speed zu nehmen. Gut, es war jetzt zwar auch windig und so, was mir dann auch nochmal Sorge bereitet hat. Aber trotz alledem sind das auf jeden Fall so die Schwächen, an denen ich in Zukunft so ein bisschen arbeiten muss. Leogang ist auf jeden Fall im Park, den machst du auch nicht an einem Tag, außer du bist schon richtig, richtig fortgeschritten. Ich habe mich allerdings viel, viel sicherer gefühlt als letztes Jahr. Letztes Jahr bin ich ja mit super viel Angst da gefahren. Das hatte ich diesmal nicht. Ich bin da ja, selbstbewusst gestartet und so, war alles gut. Aber wir sind eigentlich jede Line nur einmal gefahren und dann war die Zeit um. Und dann war auch die Kraft weg. Ist natürlich jetzt auch schon der, was weiß ich, wie vielte Tag. Wir haben jetzt noch 2 Tage fahren hier vor uns. Man braucht auf jeden Fall mehr Pausentage, weil die Energie vom Anfang, die hat man irgendwie nur die ersten 2 Tage und dann ist da schon irgendwann Feierabend. Das heißt, man muss auf jeden Fall hin und wieder so eine kleine Pause einlegen, weil die ersten 2 Tage, als ich gefahren bin, war ich super am Start. Ging alles viel, viel leichter und man hat sich viel weniger im Kopf gemacht. Man war einfach viel schneller so im Flow und jetzt ist man ganz schnell irgendwie platt. Ja. Aber alles in allem ist halt in Leogang ist halt Bikepark-Stimmung und hier in Saalbach ist mehr so, du fährst auf den Berg hoch und fährst dann ein paar Trails runter. Und auch das Publikum, was dort ist, ist auch schon mal nochmal ganz anders. Und ich persönlich momentan in meiner aktuellen Lage, Könnensstadium, was auch immer, gefällt mir auf jeden Fall Saalbach besser. Bin froh, dass wir auch in Saalbach hier die Unterkunft haben und so. Weil sonst wäre man halt fast nur in Leogang gefahren. Ne? Danach kannst du halt wahrscheinlich die Strecken da in- und auswendig. Und die sind auch mega cool gebaut und so. Ne? Aber ist schon nichts für Anfänger. Und auch noch mir, obwohl ich mich verbessert habe, hat mir Leogang auf jeden Fall nochmal so meine Schwächen, meine Grenzen aufgezeigt, woran ich arbeiten darf in der nächsten Zeit. Was auch mega cool ist. Aber ja, ich denke einfach, dass wir da, werde ich mit dem Thomas zusammen in den nächsten Monaten nochmal ordentlich dran arbeiten, dass wir da so diesen nächsten Step machen. Weil die Sprünge in Leogang sind halt so, da gibt es einfach, du musst halt einfach committen, du musst einfach durchziehen, weil so halbe Sachen gibt es da einfach nicht, keine Chance. Naja, wir haben aber wieder mega Glück mit dem Wetter heute gehabt, was optimal ist. Dafür, dass eigentlich in der Vorhersage jeden Tag Regen war, hatten wir jetzt richtig Glück. Guck mal hier, ey. Die Michi wieder den Müll auf dem Balkon liegen lassen. Nein. Aber du hast deinen Müll liegen lassen. Ja, mal gucken, wie es die nächsten Tage wird. Ich denke, ich werde gar nicht mehr so viel filmen tatsächlich, weil die nächsten Tage ich einfach ohne Kamera fahren will. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Abschlussvideo natürlich geben zu den ganzen Videos hier aus Österreich. Und da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und dann sehen wir uns erst wieder zu Hause wieder. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.